Bei der Verabschiedung der deutschen Olympioniken aus dem Bundesleistungszentrum Kienbaum östlich von Berlin zu den Olympischen Spielen nach London hat die Kanutin Caroline Leonard die Patenschaft für den Förderpreis Helfende Hand übernommen. Ja, die Helfende Hand, das ist ein Preis des Bundesinnenministers. Und zwar geht es darum, dass wir, wenn ich ein bisschen ausholen darf, in Deutschland ja einen Katastrophenschutz haben, der im Grunde seinesgleichen in der Welt sucht. Der flächendeckend in ganz Deutschland funktioniert. Wo immer etwas passiert, kommen die Rettungsautos, kommen die Feuerwehren, kommt das THW. Und das alles funktioniert nur deswegen, weil wir viele, viele Freiwillige haben. Hunderttausende, die sich im Rettungsdienst, im Katastrophenschutz engagieren. Und wir haben wie in vielen Bereichen auch da natürlich die Notwendigkeit, Nachwuchs zu gewinnen. Und deswegen habe ich einen Preis ausgelobt. Für gute Ideen, für Nachwuchsgewinnung, für den Katastrophenschutz. Und da gibt es ganz verschiedene Kategorien, zum Beispiel auch Arbeitgeber, die sich ja so verhalten, dass sie ihren Arbeitnehmern die Möglichkeit bieten, im Katastrophenschutz etwas zu machen. Gute Ideen, kreative Ideen für die Nachwuchsgewinnung. Und dieser Preis ist ausgelobt worden, auch in diesem Jahr wieder. Anfang März und es wird im September eine Jury geben, die sich dann mit den 94 Vorschlägen, die wir inzwischen schon haben, beschäftigt. Aber es werden noch mehr dazukommen, hoffe ich. Es gibt auch eine Patin und da schließt sich jetzt auch wieder der Kreis zu Kienbaum und zur Olympiade. Weil diese Patin ist nämlich eine der Athletinnen, die heute Abend auch natürlich hier ist und die wir jetzt auch direkt auf die Bühne bitten. Hier ist frische Europameisterin übrigens, Caroline Leonard. Schon da. Die Schöne. Hallo, Tag, Kim. Hi. Caroline, ich meine, es wird wahrscheinlich die ein oder andere Anfrage schon geben, sich für soziale Projekte einzusetzen. Warum hast du gerade da ja gesagt? Ja, ich denke, dass es so ist in Deutschland, wenn es zu einem Notfall oder zu einem Unfall kommt, dass relativ schnell Hilfe da ist. Das sind zu 90% Ehrenamtliche, die helfen und der Förderpreis, das soll einfach helfen, das ehrenamtliche Engagement auch weiterhin zu erhalten und das ist das, was mich auch letztendlich überzeugt hat, mitzumachen. Wirst du bei der Verleihung dabei sein? Ich werde dabei sein, ja, am 30. November, ich freue mich, die Helfer dann auch mal persönlich zu treffen und ja, ich drücke natürlich allen die Daumen. Das ist schön und ich glaube, dass du genau die richtige Partin dafür bist, weil ich glaube, dass die sich da auch alle freuen werden, wenn du damit erscheinen wirst. Herr Bundesinnenminister, ich danke Ihnen recht herzlich. Ich bedanke mich bei Ihnen, vor allem bedanke ich mich dafür, dass es möglich war, das heute hier auf der Bühne zu machen.